Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Es ist kurz vor 10. Ich gehe jetzt gleich zu einem Raid. Der schlüpft in einer halben Stunde. Davor gehe ich noch ein paar Dinos sammeln für das andere Spiel. Aber wir haben hier eine Arena. Wir nennen die Fake Aldi. Die heißt eigentlich Ladenzentrum bei der Schleißheimer Straße. Und die Arena ist richtig merkwürdig. Da gibt es manchmal Raids, die finden echt spät statt. Manchmal bis sogar nach 23 Uhr. Das späteste war, glaube ich, so 23.25 Uhr. Also richtig heftig, richtig komische Arena. Ich frage mich schon die ganze Zeit, wieso das so ist. Wir gehen jetzt erstmal zum Raid und danach philosophieren wir noch ein wenig über diese Arena. So, da sind wir wieder. Ich blende den Raid hier neben mir ein. Überraschend viele Leute am Start für 10.30 Uhr. Treffpunkt habe ich ausgemacht. Ich weiß auch nicht genau, was mit dieser Arena los ist. Aber da kommen immer recht spät Raids. Es gab ja eine Zeit, ich habe da sogar Videos dazu gemacht, wie lange gingen da die Raids? Bis 19 Uhr oder so, also richtig, richtig früh. Dann wurde es verlängert und dann kam Zeitumstellung oder so. Und seitdem gehen sie, glaube ich, bis 21 Uhr. Also 21 Uhr schlüpfen, glaube ich, die letzten Eier. Und dann theoretisch 21.45 Uhr. Also irgendwie sowas, ich habe schon länger nicht mehr drauf geachtet. Dann schreibt unten in die Kommentare, wenn ihr genau wisst, wann die letzten Eier kommen. Aber auf jeden Fall ist diese Arena eigenartig, merkwürdig, einzigartig, würde ich sogar sagen. Weil da, wie gesagt, so spät noch Raids stattfinden. Aber an sich ist das ja nichts Schlechtes. Weil da kann man nach der Arbeit noch gechillt. Am Abend noch ein Raid mitnehmen. Schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, ob es bei euch auch so eine Arena gibt und was so der späteste Raid ist, den ihr mal gesehen habt. Meiner war auf jeden Fall 23 Uhr irgendwas, also sogar kurz vor 12. Ja, okay, kurz vor 12 ist übertrieben, aber naja, auf jeden Fall hat es sich gelohnt, dahin zu gehen noch. Wir haben ein, Moment, 1283er gefangen. Und jetzt das Überraschende: Der 1283er ist ein 98er. Ihr wisst ja, 1292. Ist 100% und 1283 müsste eigentlich im 91er, 93er Bereich sein. Aber es ist tatsächlich der mit der 98er mit Attack 14. Also 14, 15, 15. Und ich konnte es zuerst gar nicht glauben. Zwei Werte 15, und okay, ich dachte mir, Attack muss richtig schlecht sein. Dann schaue ich so auf die Tabelle. Tabelle blende ich hier eh ein. Und dann schaue ich und 98 steht da und ich so, hä? Das kann eigentlich gar nicht sein. Weil ich weiß zum Beispiel, 1286, 1287 sind nur 96er und dann, dass der 83er da ein 98er ist. Aber bei manchen Pokémon ist es einfach so, dass der Angriffswert so viel Einfluss auf die WP hat. Und ja, gut für uns, weil so haben wir jetzt ein 98er, den ich auf Max pushen werde. Auch wenn der Attack nur 14 ist, 98 legendär. Ich bin zufrieden, endlich, weil es sah echt schlecht aus. Vor allem die Leute machen, es kommt kaum noch Raid zustande für Regi Steel. Also ich hatte kaum noch Hoffnung, ich mache momentan nur Flunkiefer und Alola Raichu, weil, wie gesagt, sonst keine Raids mehr zustande kommen. Deswegen bin ich echt froh, dass ich den noch abgestoppt habe. Aber das war es eigentlich auch schon wieder. Kurzes, knappes Video zu dieser komischen Arena, die immer so spät irgendwelche Raids noch ausspuckt. Und diesmal hat es sogar ein 98er für mich ausgespuckt, also ich gönn mir. Das war's von mir, wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab, vergesst nicht, Pokémon ist serious business.